Janine, erzähl uns doch ein bisschen, wieso hast du aufhören rauchen? Also ich habe schon, bevor ich da Rauchstopp gekommen bin, habe ich mir schon überlegt, aufzuhören. Ich habe mir einen Monat lang aufgeschrieben, wie viel ich rauche und wie viel Geld ich ausgebe. Und es ist natürlich wegen der Gesundheit. Es ist klar, wird automatisch alles besser. Wieso hast du dich entschieden, das nicht einfach allein zu machen, sondern in der Gruppe? Allein kann ich nicht gewusst, wie ich aufhören soll, was ich muss denken, was ich machen muss, dass ich aufhören kann. Und in der Gruppe ist einfach die Motivation mehr dazu, weil ich lerne Leute kennen, die in der gleichen Situation sind. Ja, man kommt mit, auf jeden Fall. Es ist eine Motivation, man verliert überhaupt nichts. Und man kann nur dazu gewinnen. Und wenn man nicht weiss, wie man aufhören will, aber schon Gedanken hat, man will aufhören, ist das auf jeden Fall gut. Man lernt einfach etwas dazu.